Blicken wir nach Indien, das Land, in dem die Infektionszahlen so stark zunehmen wie nirgends sonst. 330.000 Neuansteckungen meldeten die indischen Behörden gestern. Jeden Tag gibt es einen neuen Rekord. Und in fast 70% der Proben wird die Variante B1617 gefunden. Und diese Variante hat inzwischen 20 weitere Länder erreicht, darunter auch Deutschland. Andrea Ohms berichtet. Eine aufgebrachte Familie stürmt durch das Krankenhaus in Firozabad. Verzweiflung auch bei diesem Mann, der seine Mutter bringt. Hör nicht auf zu atmen, ruft er, wirft sich auf den Boden und fleht das Krankenhauspersonal an, sich um die Frau zu kümmern. Sie bräuchte dringend Sauerstoff, wie so viele Covid-Patienten in Indien. Doch der ist kaum noch zu bekommen. Es gibt weder Betten noch Sauerstoff, nirgends in der ganzen Stadt. Ich habe überall angerufen, ich war in allen Krankenhäusern. Mehr als 330.000 Infizierte, mehr als 2.200 Tote an einem Tag. Die Zahlen in Indien explodieren. Feuerbestattungen finden im Akkord statt. Verantwortlich dafür ist wohl die Doppelmutante B1617. Erstmals wurde sie im Oktober entdeckt. In rasender Geschwindigkeit breitete sie sich aus. Inzwischen ist sie auch in Europa angekommen. Mindestens 77 Fälle in Großbritannien sind nachgewiesen, 11 in Dänemark und 21 in Deutschland. Es ist zu erwarten, dass möglicherweise die Ansteckungsfähigkeit verbessert ist, also die Fitness, sich zu verbreiten, besser ist. Zur Verbreitung haben auch Massenveranstaltungen beigetragen. So badeten Millionen Hindus vor wenigen Wochen dicht an dicht im heiligen Fluss Ganges. Auch einen Lockdown gab es nicht. Also dass eben kein Lockdown dort besteht, dass eben bestimmte große Veranstaltungen auch mit vielen Millionen Menschen stattfinden. Das sind alles Faktoren, die natürlich die Infektionen auch begünstigen. Man beobachte das Virus und seine Ausbreitung in Europa, so das Gesundheitsministerium. Nicht ausgeschlossen, dass auch wieder Großbritannien zum Virusvarianzgebiet erklärt wird und dann auch wieder Einreisebeschränkungen in Kraft treten.